Schönen Abends wurden alle Gäste des Hotels verrückt und sie rannten Schlagerbrüll aus der Halle in die Dunkelheit und fuhren Ski und sie sausten über weiße Hänge und der Vollmond wurde für mich fahl und er zog sich staunend in die Länge. So etwas sah er zum ersten Mal. Manche Frauen trugen nichts als Flitter, andere Frauen waren in Trikots. Ein Fabrikdiretto kam als Ritter und der Helm war ihm zwei Kopf zu groß. Sieben Rehe starben auf der Stelle, diese armen Tiere traf der Schlag. Möglich, dass es an der Just Kapelle, denn auch die war mitgefahren lag. Die Umgebung nicht gefroren, betten auf die Abendkleider fiel der Reif. Zähne klapperten wie Kastagnetten, Frau von Kottas Brüste wurden steif. Das Gebirge machte böse Miene, das Gebirge wollte seine Ruh. Und mit einer mittleren Lawine deckte es die blöde Bande zu. Dieser Vorgang ist ganz leicht erklärlich, der Natur ist einfach die Geduld. Andere Gründe gibt es hierfür schwerlich, den Verkehrsverein trifft keine Schuld. Man begrub die kalten Herren und Damen und auch etwas Gutes war dabei. Für die Gäste, die am Mittwoch kamen, wurden endlich ein paar Zimmer